Gut, Robert, einmal mehr. Wir haben mit dem Schlepphut an der Bahnhofstrasse am Samstagnachmittag und Maroni Brötler, wie ich so sagen, als zwei. Ja, ja. Was hast du noch vorher gemacht, bevor das da gemacht hast? Ja, ja, mal Koch gelehrt. Ja. Restaurant von den Eltern? Nein, nein, ich habe gelehrt und nachher haben die Eltern mit mir ein Hotelrestaurant gehabt. In Uzwil, St. Gallen. Hoppla. Und da hat er nicht mehr so gefallen, oder? Wow, man hat sich dann verändert. Die Wirtschaft ist fertig geworden. Nachher ist man in eine kleine Wirtschaft. Dort hat es keinen Koch mehr gebraucht. Und ich habe gerade auf dem Markt gearbeitet, ausgeholfen bei anderen Händlern in St. Gallen. Und eigentlich gelehrt dort. Ja. Und nachher? Also bist du ziemlich schnell auf Maroni gegangen, so dann, oder? Ja, eben. St. Gallen, bei Gemüsehändler. Bei Gemüsehändler habe ich gelehrt. Am Markt bist du ja, am Markt, ja, ja. Ah, da bist du die Hilfe gewesen, hast du den eigenen Chef? Ja, genau. Aha. Ja, und dann? Wie ist das damals gegangen? Ja, dann hat man dort gearbeitet, dann geholfen auch an der Olma, Maroni-Brötchen oder so. Und ja, dann hat sich das ergeben, dann hat ein alter Mann von Rebstein, ein Rohner, der hat aufgehört, altershalber. Aber nicht der Magenbrot, oder? Der Vater vom Magenbrot-Rohner, ja, ja. Der hat dann aufgehört und ich habe ihm sein Geschäft übernommen und weitergemacht. Und bin jetzt 39 Jahre da. Aber Magenbrot ist nie verkauft. Das habe ich nie gemacht. Das haben die anderen gemacht. Die Söhne von ihm. Da habe ich nichts zu tun damit. Nein. Und wenn das so, jetzt hast du vorher gerade frisch das eingeworfen, gerade frische Kastanien. Oder wie sagt man denn? Ich sage immer Maroni. Was ist nein, das sind Maroni. Das sind jetzt Maroni, echte Maroni. Ja. Jawohl. Und die hast du aber so gekauft, so geschnitten, gell? Am Anfang der Saison gibt es Kastanien, weil die Maroni brauchen länger. Die fallen erst nachher runter. Aha. Und jetzt hat man müssen wechseln. Die Ware ist nicht mehr so aktuell von Italien. Jetzt hat es türkische Maroni und sind einwandfrei. Aha. Also, das ist keine Ware aus der Schweiz, seit heute nicht, oder? Nicht. Es tut niemand Schweizer Maroni verkaufen. Aha. Die Italiener oder die Tessiner, sie tun die Ware zu wenig pflegen. Weißt du, nicht bei einem Mal habe ich daheim auch schon Maroni geholt, habe sie in den Ofen reingetan, meine Frau hat sich die grösste Mühe gegeben. Ja. Aber nachher, also kommst du, es wäre Cello noch irgendetwas, also... Das liegt an dem hier, schau dir. Aha, jetzt. Wo sind die Messer? Also du bist eindeutig kein Rappenzeller, gell? Du versteckst dein Geheimnis nicht, du. Ich komme von Zürich, wie ein anständiger Bub. Eben, weißt du, die Appenzeller, weißt du, die mit dem Käse, die verstecken doch ihre Keimnisse. Ja, ja, schau jetzt. Wo, Maroni. Maroni hat extra ein Messerli, aha, wo man kann über den Buckeli so einschneiden kann. Und dann geht sie so schön auf. Also du meinst, wenn ich das richtig einschneiden würde, dann könnte ich auch. Dann geht das auch. Aha. Jawohl. Das hast du jetzt natürlich nicht das erste Mal gemacht, gell? Nein. Früher hast du das viel machen. Viel. Und weil man heute eigentlich ein bisschen viel braucht, ja viel. Einfach, man kann nicht mehr zur Nacht herhocken und Maroni schneiden, die halbe Nacht und am Morgen wieder gehen und verkaufen. Jetzt kommen die Maroni, kann man vom Händler, also jetzt ist er von St. Gallen, kann man die schon geschnitten kaufen. Aha, der hat seine Leute, die über Nacht Maroni schlitzen, bringen es wieder zu ihm und ich kaufe es dann geschnitten. Du, und der unten rein, da, hast du da immer noch Kohle drin? Und da rein? Oi. Holzkohle. Aha, gut. Da füllst du dann da unten dran, da führst du dann ein, gell? Da tue ich Zug geben, wenn ich aufmache. Gibt es viel Feuer, jawohl, und wenn ich zumache, gibt es wenig Feuer. Also mit elektrisch ist noch nichts, Nein, die sind nicht gut. Da würde man merken, elektrisch. Ja. Auch, es hat viele Händler, die mit Gas tun. Ja. Das ist nicht gut. Das aha. Und ein bisschen Rauchen dazu, der Hut an, ja, ja, den dazu, kann gell? Ich manchmal wieder wegtun, oder? Aber ja, der Hut, die Leute suchen jetzt einfach der Hut. Ja, eben. Da kommen jetzt so junge Mädchen, einfach vielleicht 25, 30 vorbei, die sagen, ich bin schon mit meinen Kind, also mit den Eltern gekommen, genau, als Kind. Ja, ja. Jetzt kommt sie schon selber mit ihren Kind. Ja. Und so ist Generationen,
wo die Kinder sagen, wir gehen nur zu dem mit dem grossen Hut. Genau. Ja. Du, wir dürfen es natürlich nicht filmen, gell, im Fernsehen draussen. Aber ich sehe schon, wenn da rein steht, winkt man einem freundlich zu. Also, gell, also die Leute sind freundlich, schade, dass sie ein bisschen viel vorbeilaufen. Ja. Es ist halt jetzt, weißt du, im Januar gibt das mit dem Maroni-Brötchen ein bisschen ab. Ja. Weil die Leute haben über Weihnacht viel Gutsli und Nüssli und alles gehabt. Und dann sind sie ein bisschen überfressen, sagt man auf Deutsch. Ja. Und dann müssen die wieder ein bisschen Pause machen. Und darum geht das ein bisschen langsamer, oder? Wobei Maroni ja kalorienarm sind, oder? Fast keine Kalorien, eben. Nur Vitamine hat viel drin, oder? Genau. Du verstehst als Koch das natürlich, ja, gell? Ja, aber für Maroni-Brötchen müssen wir nicht Koch lehren. Das kann man auch ohne Koch gelehrt haben. Weißt du, wie du Koch ist doch manchmal so eine stressige Zeit, wenn du alle Gäste musst kochen und dann weißt du, geht es los. Und so. Ja. Aber du hast immer die Ruhe weg. He? Ja, bist du das in die Wiege gekleidet worden? Als ich in die Lehre gegangen bin, hat der Küchenchef, also der Chef, selber gesagt zu meinem Vater, sie müssen dem Sohn klar machen, wenn er Koch lehrt, dann hat er 90% von seinem Leben nie mehr am Sonntag frei. Genau. So. Heute mache ich Maroni. Ich gehe am Sonntag arbeiten. Ich habe keinen Sonntag frei. Aber der Sonntag, da hat es Leute auf der Straße, je nachdem, wo man ist, oder Kilby oder weiss nicht was. Dann muss man am Sonntag gehen. Dann hat man dafür vielleicht am Montag, Dienstag wieder frei, oder? Ja. Aber so ist das Leben. Ich bin nicht unbedingt auf den Sonntag angewiesen. Aber weißt du, mir ist es aufgefallen, ich meine, das ist viel einfacher, aber du streichelst die Maroni immer wieder und dann deckst du wieder zu und tust wieder auf. Also, ich glaube, ein bisschen komplizierter, wenn du das jetzt tust, ist es schon, nicht? Nein, das ist, wenn man, schau, viel, schon wieder auf. Wenn man viel Feuer hat, jawohl, muss man fleissig rühren. Aha. Mit Rühren kann man nichts kaputt machen, weil sonst brennen sie unten an. Jawohl. Wenn sie jetzt so geschält auf dem Füdli liegt, dann brennt die an und die Leute wollen keine schwarze Maroni, oder? Aha. Und darum muss ich fleissig rühren. Genau. Kann man eigentlich leben von dem? Weißt du, jetzt, du machst schon, wenn es kalt ist, machst du warm, wenn es warm ist, machst du kalt. Also ich mache im Winter Maroni, gell? Ich mache im Winter Maroni und vom Frühling an, wenn es wieder schön wird, mache ich Lasse. Ja. Ich gehe auf den Jahrmärkt, ich gehe auf Kilby, habe hier einen Platz, wenn man. Es ist wie überall. Wenn man arbeitet, kommt man zu etwas. Genau. Ohne Arbeiten gibt es nichts. Und ich habe halt manchmal nicht nur einen Stand unterwegs. Ich habe mehrere Stände. Und wenn dann halt drei Stände auswärts auf dem Markt sind, dann muss ich einfach fremde Leute haben, genau, die helfen zu arbeiten. Und dann kommen halt drei Kassen heim, oder? Nicht nur eine. Bist du zufrieden mit den fremden Leuten? Willst du sie anlernen? Ja, es hat schon ein bisschen. Es braucht ein bisschen etwas, bis man die richtigen, gell, hat. Ja. Und dann nachher, also gehst du unterwegs, bist am Markt, aber eine so ganz richtige, entspannte Zeit und frei hast du eigentlich nicht wirklich. Eigentlich fast nie, gell? Ja, es ist der Januar, Februar, März. Hast du es sofort gemacht? Hast du es eine aussortiert? Ja, da habe ich jetzt schon drei rausgenommen. Also, du schaust auf Qualität. Nicht gehen zum Schälen, wo ich selber schon sehe, dass sie nicht schön ist. Und die nehme ich raus, weil es hat keinen Wert, dass ich die im Sack hineinkehre. Ja, genau. Und die Leute werden verrückt und kommen direkt durch. Oder? Aha, ja. Das ist am Bahnhof. Da kommen zu viel mal hier vom Bahnhof reklamieren. Sie sagen, dort Maroni gekauft, in den Zug eingestiegen, weil sie pressant haben. Und dort drin hat es viel Fuli gehabt. Ja. Dann kommt sie zu mir. Aber Maroni-Stand ist nicht gleich Maroni-Stand. Dann muss sie zu dem reklamieren, wo sie es gekauft hat, oder? Ja. Jetzt bist du heute in Buchs auf der Bahnhofstrasse, morgen bist du am Werdenberger See, gell? Morgen bin ich am Werdenberger See. Du hast hier ja einen Wagen natürlich, also das sind alles grosse Investitionen, oder? Ja, und dann hat man neben dem hat man noch die normalen, alten, die Stände, wo man halt ein bisschen näher unten bei den Leuten ist. Aber jetzt in der Winterzeit, wenn es so kalt und stürmisch ist, ist das auch angenehmer hier im Häuschen, stehen wieder von außen, oder? Ja. Was so grusig ist. Ja. Weißt du, mit Dunk, die tun jetzt mal auf Preise schwenken. Mit Dunk, die heißen Maroni, die sind immer etwa gleich teuer. Nein, man hat vor zwei Jahren hat man da um 50er aufgeschlagen. Im Moment haben es die Leute gemerkt. Aber es gibt heute noch
Leute, die kommen, ja, ist ja auch eine teure Sache, oder? Ich muss sagen, vorher hat es viele Leute gehabt, die für eine Familie einen Pfund gekauft haben. Ja. Die kaufen heute nur noch 300 Gramm für 10 Franken. Ja, ja. Weil das Geld sitzt nicht mehr so locker wie vorher. Ja gut, du sagst, das ist eine teure Sache. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, jetzt schauen Sie mal hier. 150, jetzt gehen wir noch auf 200 Gramm oder sogar 300 Gramm. Da sind wir bei 7 Franken, bei 200 Gramm, oder? Ja, ja. Das heisst, mit anderen, mit 200 Gramm hat man etwas Gutes gegessen, hat zu Mittag gegessen. Also, ja. Wo isst man schon er für 7 Franken? 200 Gramm. Aber wenn er jetzt auch noch da oben geht, dann kauft er einen Bratwurststand eine Bratwurst oder ja. einen Servola für einen 5 Lieber, oder? Genau. Ja, ja. Aber. Okay. Da haben wir geteilt dran. Ja, ja, da müssen die Leute selber wissen, was sie gerne haben. Und gell, wenn man eben der Robert Bieri, das ist ein zweiter Name, gell, irgendwie? Wie ein zweiter Name? Ein zweiter Vorname noch irgendwie. Robert Albrecht. Aber Albrecht. Den braucht man eigentlich nie. Nein, den braucht man nur auf dem Papier, wenn der Gemeinde schreibt oder weiss nicht was. Genau. Ja. Aber, ja. Gell, aber gell, der Robert Bieri, den könnte man auch mieten, oder? Den kann man mieten, ja. Also ja. Zum Beispiel, wenn man eine Veranstaltung hat, also auch wenn man eine Party hat, dann kämpfst du da mit einem so Kübel auch her, oder? Kübel her und würde das machen, ja. Ja. Wenn eine, aber eben, weißt, wenn jetzt nur 10 Personen sind, ja. dann sage ich manchmal, es hätte keinen Wert, dass jemand mich muss vielleicht nicht teuer zahlen, aber man weiß ja nicht, was läuft. Genau. Dann komme ich diesen Leuten entgegen und sage, los, ich vermiete euch für 50 Franken eine Pfanne, gebe die Maroni dazu und der Mann kann bei mir da einen Tag einmal eine Stunde schauen und wie einen Kurs nehmen. Aha, dann aha. kann er die Maroni nachher für den Geburtstag selber machen zuhause. Und deine Frau ist auch so angelernt, gell? Ja, ja, klar. Und die kann das hervorragend, kann gell? Das auch, ja, ja. 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 Weißt du, wie das geht? Ja, das ja. ist für dich schon eine rechte Stütze, gell? Die Frau an deiner Seite, gell? Und eben, weißt du, wenn man Glasse macht nachher ja. im Frühling wieder, ja. es ist halt eine schöne Sache. Wenn jetzt einer einen Kleiderladen hat, der hat das ganze Jahr nur Kleider um sich herum. Wir können im Frühling sagen, oh, ist da schön, ist Maroni-Zeug fertig. Man hört wieder auf, man macht Glasse. Genau. Kommen vielleicht wohl die gleichen Leute immer wieder, aber hast eine andere Kundschaft und machst etwas anderes. Und im Herbst bist du froh, ist das Glasse-Zeug wieder fertig. Fangst wieder mit Maroni an. Und das lässt du so? Und das lasse ich so. Kein Ja, also Glühwein hast du natürlich noch, gell? Glühwein haben wir noch da. Und im ja. im Frühling oder so hat es noch zu trinken, je nachdem ja. die Leute haben manchmal ein bisschen Durst dazu, oder? Und jetzt siehst du, jetzt sind die Maroni fertig, dann kann ich mit dem Finger so drücken, kann ja. man drauf drücken und dann merkt man, ob sie weich sind. Aha, aha, aha. Und ich sage jetzt, die sind fertig, ja. die kommen jetzt hier in die Wärme rein. Aha, jetzt aber du. Und da rein bleiben sie zum Verkaufen. Schön warm, siehst du, jetzt machen wir da zu mit der Säck, dass ja. es schön warm bleibt da drin. Ja. ja, das ist natürlich eine super interessante Sache. Das heisst, jetzt haben wir so bald einmal Februar. Das heisst, für dich ist es Maroni-Saison. Du freust dich schon auf Glasse. Ich würde sagen, ich freue mich auf Glasse und im Mitte März würde ich sagen, ist das wahrscheinlich fertig. Aha, aha. Und weißt, dann fängst du mit der Glasse an? Dann fange ich mit der Glasse, sobald schön Wetter ist. Aha, ja, ja. Wir haben schon die Schalen im Februar am Fasnachtsumzug am Samstag Maroni verkauft. Am Sonntag hat es so geföhnt und so warm, ich muss nach Hause die Glassemaschine holen. Ich habe Glasse gemacht und es hatte so eine Kolonne gehabt. Ich habe glaube den ganzen Sommer nie so gut geschafft wie dann im Februar. Aber das kann man nie auslesen, oder? Das weiß man nicht. Kommt aufs Wetter drauf an. Aber du musst einfach unkürflich flexibel ja, sein. Ja, muss. Gell? Gell? Oder ja, so. Ja. Da kannst du anhängen, gell? Der Wagen, da kannst der du anhängen. Der Wagen kann ich hydraulisch ja. aufladen, ja. ja. auf die Rädchen, und ja. dann am Auto anhängen und der Stand ja. ist wieder fort. Das weiss niemand, dass ein Maroni-Stand da war. Ja, du Robert, wir können dann gerne mal wieder, gell? Also, jetzt ja, müssen wir wirklich aufhören, weil es sind jetzt leider auch wegen uns einige Leute wieder gegangen, gell? Also, nein, nein, die kommen wieder, ja, ja. ja, dann, wir filmen mal von hinten führen, gell? Aber okay. du kannst ja dann... Du kannst ja dann vielleicht einmal im Frühling oder genau. gegen Frühling her wieder an den See hinterher kommen.
Du machst mir einen rundum zufriedenen Eindruck, aber einen Wunsch hätte jeder. Ja. Was wäre so dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch? Jetzt bist du gerade Tschechei, Burweiser Bier und so. Ja, Burweiser Bier, ja. Das gehört dazu, man braucht auch mal einen Ausflug, oder? Ja, genau. Aber so ohne Arbeit könntest du gar nicht sein, gell? Nein, mir würde das zu langweilig, weißt du? Man sagt ja manchmal, wenn einer pensioniert ist, Klopf, aufhören. Genau. Der stirbt nachher, oder? Ja. Und ich, wo mich immer gewöhnt bin, das. Ich habe ja kein Hobby, dass ich könnte sagen, ich gehe jeden Dienstagabend noch in die Feuerwehr oder weiss auch nicht was. Aber nein, für mich braucht es noch ein bisschen Arbeiten. Man merkt dann vielleicht selber, wenn es Zeit ist, zum Aufhören. Wir freuen uns natürlich darauf, gell? Ich meine, dass die Maroni noch lange erhalten bleiben. Es ist wirklich eine ausgezeichnete Qualität. Und ohne es die anderen abzuwerten, aber man muss sagen, Maroni und Maroni ist nun einmal einfach nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche, weißt? Es gibt 22 verschiedene Sorten Maroni, Kastanien, Edelkastanien, die man kann essen kann. Aber man muss wissen, welche Qualität das gut ist, oder? Ja. Dann kann man ein Telefon machen und der tut die anstandslos auswechseln. Jetzt, wenn man da genau her schaut, hat die Maroni schon einen Schlitz da rein. Jawohl, ja. Moment schon, Ja, genau. Die ist schon eingeschnitten. Jawohl, ja. Und die leere ich aus dem Sack in den Kübel, dass, wenn ich wieder eine Pfanne muss machen muss, dass ich das gerade parat habe. Das ist also verlässlich, ist ja schon eingeschnitten. Jawohl. So, und jetzt gleich noch zum grössten Wunsch. Es hat Zeit gehabt, zum Studieren. Ja, ich muss nicht gross studieren. Ich habe eigentlich so keinen Wunsch. Ich wäre zufrieden mit meinem Leben. Jetzt hätte ich noch einen Wunsch, dass vielleicht ein bisschen mehr Leute kämen. Aber das Buchs ist halt ein bisschen langsam ein bisschen hin und runter gegangen. Aber man weiss nicht, an was das liegt, oder? Es hat rundum einen Haufen Discounter, Center, alles. Es hilft alles ein bisschen mit. Aber ich bin nicht alleine. Alle anderen spüren das auch.